Die Geschichte des Boots. Hoch auf dem beladenen Wagen liegt der Erntekranz. Und nach arbeitsvollen Tagen folgt nun Sang und Tanz. Der Dünger wird aufs Feld gebracht, damit er dieses fruchtbar macht. Und so ist's ein geringes Gut, das uns die größten Dienste tut. Drauf ist es nun des Pflügers Sache, dass er das Erdreich locker mache. Beschwerlich ist für Mensch und Vieh die Arbeit und macht viel Mühe. Der Sämann mit geübter Hand streut dann den Samen auf das Land. Mög ihm der Himmel günstig sein, durch reiche Ernte ihn erfreuen. Dann zieht man in die Kreuz und quer die scharfe Egge hin und her, um so den Samen zu bedecken und vor den Vögeln zu verstecken. Ist nun zu Gottes Preis und Ehr die Frucht gereift, die Ehre schwer. Dann kommt der Schnitter, um zu mähen, und bald sieht man die Gaben stehen. Um nun den lieben Gottes Segen vor Sturm zu wahren und vor Regen, baut man die großen Schober auf und macht von Stroh ein Dach darauf. Klipp und klapp mit munterem Schlag schallt es schon am frühen Tag. Der Drescher seinen Flegel schwingt, die Körner aus der Ähre bringt. Zur Mühle fährt der Bauersmann die vollen, schweren Säcke dann. Hier werden die Flügel vom Wind getrieben und drinnen die Körner zu Mehl zerrieben. Doch könnt ihr auch andere Mühlen sehen, wo sich die Räder durch Wasser drehen. Sehr klüglich hat dies der Mensch erdacht, was seinem Verstande Ehre macht. Der Bäcker nimmt das Mehl ins Haus und bäckt im Ofen Brot daraus. Und nun wird es für groß und klein ein Mittel wider Hunger sein. Beim Brote, das sein Fleiß gewann, sitzt hier zuletzt der Bauersmann. Er ist davon in guter Ruhe und trinkt ein Gläschen Bier dazu.